Hast du so ein Teil schon mal an deinem Mülleimer geklebt? In diesem Video zeige ich dir, warum du das unbedingt machen solltest, denn es hat enorme Vorteile für dich. Ich werde dir gleich noch genauer erklären, worum es sich hierbei handelt. Doch erstmal, wie du vorgehen solltest. Nimm deinen Mülleimer und mach jetzt hier ganz normal wie sonst auch deinen Müllbeutel hinein. Solange der Müllbeutel hier noch frisch drin ist, haben wir absolut kein Problem. Doch sobald die ersten Sachen im Mülleimer landen, kennst du das sicherlich auch, dass es nach einer Zeit einfach anfängt, übel zu riechen. Besonders wenn du den Mülleimer aufmachst, kommt dir meist ein ziemlich übler Geruch entgegen. Und das möchtest du natürlich so gut es geht verhindern. Und genau dafür kann dir dieses Teil hier helfen. Denn hiervon geben wir jetzt etwas in unseren Mülleimer. Im besten Fall irgendwo unter deinen Deckel. Denn nicht jeder sollte das Ganze direkt sehen können. Es muss aber irgendwo im Mülleimer vorhanden sein. Daher eignet sich es hier unter dem Deckel besonders gut. Und jedes Mal, wenn du jetzt deinen Mülleimer öffnest, wird dir ein angenehmer Geruch entgegenkommen. Das Problem eines stinkenden Mülleimers hast du in Zukunft somit also nicht mehr. Doch worum handelt es sich jetzt hier eigentlich überhaupt? Es handelt sich hierbei um diese Gel-Tabs, die du normalerweise in deine Toilette drückst. Du kannst sie eben auch wunderbar unter dem Deckel deines Mülleimers anwenden. Sie halten sogar relativ lang. Nach einiger Zeit solltest du sie vielleicht mal erneuern, doch sie werden richtig schön lange einen frischen Geruch abgeben. Möchtest du jetzt außerdem noch wissen, warum du ein Ei aus 30 cm Höhe in deine Pfanne fallen lassen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.